gerne. Grün. Weil ich doch ganz gerne das hier noch weitermachen würde. Und zwar auch so, dass es effektiv ist. Das heißt, wir haben jetzt hier oben mehr davon, die alle schon am Britzeln sind. Das heißt, wir haben gerade wieder eine Nachtphase, die reinkommt, richtig? Yep. Also Cap ist gerade 32 Gigajoule. Ich versuche das mal im Auge zu behalten. Nochmal Licht aus. So. Besseres Strahlen. Ja, ich versuche es mal im Auge zu behalten, ob die reicht für die Nacht. Und wie viel wir noch Puffer über haben. Gut, dann zurück zum Atomreaktor. Also, das Ding hat gut was verbraucht in der Zeit. Das Processing ist aber bald fertig. Das heißt, wir können unser erstes Plutonium herstellen. Da müssen wir hier den Kreislauf irgendwie richtig hinbekommen. Vor allem auch mit mehreren Reaktoren. Vorher sollten wir allerdings rumtesten, wie viele Dingsensbumsens wir da ranbauen können, dass es auch wirklich effektiv läuft. Und momentan hier wird hier Steam leer gesaugt, weil halt anderthalb dranhängen. Und da ist noch Steam drin, weil noch ein dran hängt. Das heißt, der Konsens, also in dem nicht vorhandenen Chat letztes Mal, war, dass man noch eine Turbine ranhängen könnte. Dadurch ist der ganze Exchanger und alles, was hinten dran hängt, 50% effektiver. Weil halt 50% Massiv verbraucht wird. Hier liegt es einfach nur rum. Das heißt, man investiert einfach nur die Rohressourcen für die Turbine einmal und danach hat man mehr Leistung. Was gut klingt. Das heißt, wir hängen einfach an jeden blub blub. Wir waren, glaube ich, bei 67 MW. Jetzt sind wir bei 100. Ne, das kann nicht sein. So, kurz vor Science. Wir hatten nur zwei dranhängen, ne? So. Hä? 77. Ich brauche einen Zettel. Es ist Faktorien, natürlich brauche ich einen Zettel, verdammt. Also 77 bei 3, 6, 8 Stück. So, und jetzt tue ich 4 Stück dazu. Dann müssten es ja 36 mehr werden, also 110 rum. Dum-dum. Dum-dum. Ah ja, okay. Da habe ich mich gerade noch verguckt. Nee, es scheint alles gut so zu sein. Und die haben immer noch 600 Temperatur. Der Dampf wird komplett aufgebraucht. Und die unteren fahren alle mit Volllast und die davor mit 70% oder so Last. Okay, dann testen wir weiter. Wir ziehen das hier mal durch. Oh, brauche ich bald mehr von. Davon. So. Und davon und davon wahrscheinlich auch noch mehr. So. Ja, wobei denen nicht mehr Turbinen. Okay. Da. 1, 2, 3. Machen wir jetzt mal 4. So, werdet ihr heiß? Temperatur 3, 4. Jo, geht gut hoch. Was mit dir? Der geht allerdings runter. Der ist jetzt schon bei Temperatur 500 Grad. Leiden darunter die... Oh. Leiden darunter die irgendwie? Oh, ist wieder hell geworden. Mist, hier habe ich drauf geachtet. Ja, jetzt kann ich das nicht testen. Jetzt sind die Akkus leer. Akkus voll, deswegen arbeitet das Ding nicht. Na gut, ich tue mal einfach so, als würden wir sie brauchen. Weil ich auch später mehr Reaktoren hier mit dranhängen wollte. Und wenn die Reaktoren nebeneinander stehen, dann sollen die sich hochpushen gegenseitig. Also hoffe ich mal einen guten Energieboost. Und dass diese Kabel hier so aushalten. Das müssen wir gucken. So, 1, 2, 3. Wir brauchen viel mehr von denen. Ah, und die Steel Bearings. Ja, ich hab so viel zu tun. Aber ich will das gerade nicht machen. Ich will hier weitermachen. Also das hier ist auch schon mal keine so super Idee. Wir nehmen das mal kurz weg. Das machen wir anders. Also. Oh Mist, die waren richtig, die Kisten. Also die Kisten haben jeweils... eine Anforderung für das radioaktive Erz. Gut.
Wir spucken aus mit intelligenten Ärmchen einmal das gute Zeug und einmal das nicht so gute Zeug. Wir brauchen jetzt Ärmchen, die... Wir nehmen die Kisten da einfach weg und machen jeweils ein Fließband. Ich glaube nicht ganz so weit hoch, sondern bis hier reicht schon. Und dann einfach so ein Ding. Miep. Ja, näher ran. Ich weiß noch nicht wie nah, aber auf jeden Fall näher ran. Und dann kommt jetzt hier eine Fabrik. Ich brauche unbedingt mehr Fabriken. Eine Fabrik hierhin, die nimmt jetzt Eisenplatten. Nein, wir wollen keinen Nuklearreaktor bauen. Wir wollen gerne die Brennstoffzellen für Nuklearreaktor bauen. Das da. Copy-Paste. So, das raus. Das raus. So. Ich Splitter und ich sind immer noch keine Freunde. Ich hätte es gerne so, dass es einer auf der einen Seite landet, das andere auf der anderen. Aber ich stelle mich gerade doof an. Dich bitte auf die linke Seite. Linke Seite. Linke Seite. Copy. Bup, bup. Paste. Paste. Das ist viel zu viel grünes Zeug hier. So. Also theoretisch soll es auf die linke Seite kommen. Wenn ich jetzt aber da hier so einen Knick mache und das hier mit drauf kommt, dann würde das Ding hier unten nur gegenlaufen. Das heißt, ich bräuchte jetzt das Ganze so. Ich hab's gleich. Es tut mir leid für die Veteranen, die sie jetzt gerade angucken müssen. Ah, das ist Folge 12.591 und du machst das immer noch falsch. So. Also die dunkelgrünen landen schon mal alle. Also ich kann das Licht wieder reinbacken. Du kannst raus. So. Blieb. Ja, ich glaube, so ist richtig. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Test, 2, 3, 5. Um zu gucken, ob auch die richtig einsortiert werden. Aber ich kann sie ja einfach... nicht C. Z. Okay, die stauen sich jetzt an der einen Ecke da und an der anderen Ecke da, aber dann sollten sie... Das sieht cool aus. Okay, die schauen sich zweimal. Und dann werden sie durchgepingpongt. Aha, ich hab zu lange nicht mehr mit Fließbändern gearbeitet. Ja, okay, also es kommt an, das ist gut. Dann gehst du hier hin. Wir haben hier, warum auch immer, das grüne Zeug drin. Du sollst ja eigentlich nur Eisenplatten nehmen. Und hier das Zeug. Nach darüber. Okay, und dadurch kommen jetzt die Brennstoffzellen. Die Brennstoffzellen landen da drin. Und die landen dahin und dann kommen die leeren Dinger wieder raus. Und jetzt muss das Recycling beginnen. Das Recycling beginnt ebenfalls mit den dunkelgrünen. Wir nehmen nur keine hellgrünen mehr, sondern wir nehmen Plutonium. Das heißt, raus. Hmm.
muss aber bedenken, hier kommen noch mehr Reaktoren hin. Die haben dann auch jeweils so einen Teil. Das heißt, ich mache vielleicht mit dir dann einen Schwung runter. Achso, und das Ganze muss auch noch zurückgeführt werden. Aber zurückführen können wir einfach auf dieses Fließband. Also auf die obere Seite dann 2, 3, 5 Brennstoffzellen. Und auf die untere dann Plutonium-Brennstoffzellen, wie auch immer die dann genau heißen. Ja, und auf der linken Seite mit den Fließbändern wird angeliefert die ausgebrannte Zelle. Und auf der rechten Seite kommt das dunkelgrüne Zeug. Ja, okay, können wir machen. Dann mach ich das mal mit einem Abstand hierhin. So, du. Ah, dieses Rezept haben wir noch gar nicht, kann das sein? Ja, es kommt erst mit dem Ding. Tö. Da, Plutonium Fuel Cell. Braucht Plutonium. Also müssen jetzt erstmal die Used Up Cells verbrauchen. Dann kann das hier doch weitergeführt werden. Dann darunter. Es wird kompliziert. Darunter. Du kannst es hier einfach in die Fabrik reinschmeißen. Die bitte. Was? Das ist so eine Assembling Machine 5. 4. Oh, okay. Das kann einfach da reingeworfen und hier wird es recycelt und da kommt entweder das Plutonium raus. Oder das grüne Zeug. Und dann, also das hier macht drei grüne und hat 25% Chance, Plutonium rauszuschmeißen. Und dann machen wir aus denen und nochmal Eisen. Dann lassen wir es einfach doch durchlaufen. Bauen hier eine Fabrik hin und fordern hier nochmal Eisen an. So, Copy Paste. Dahin. Und also die zerschreddert das hier zurück zu den dunkelgrünen, das sind 238 und macht Plutonium. Das Plutonium sollten wir. Brauchen wir, glaube ich, keinen Zwischenpuffern, oder? Ne, ich glaube nicht. Brauchen wir ein Ärmchen dazwischen? Nee, das muss mit einer Kiste arbeiten. Wir werden viel zu viel. Wir bekommen von rechts durchgehend 2, 3, 8. Das dunkelgrüne. Das würde die Kiste jetzt füllen. Wir bekommen von hier auch 2, 3, 8. Würde die Kiste noch mehr füllen. Wäre die Kiste dann voll, würde das Ding nicht arbeiten. Wir kriegen kein Plutonium. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Kiste hier geleert wird. Immer. Ich mache einfach zwei intelligente Ärmchen. Und eine Puffer. Also ein intelligentes Ärmchen, das legt jetzt bitte. Ich muss mich nicht so einengen hier, ich habe ganz viel Platz. So. Ich muss ja auch daran denken, dass die hier jeweils dasselbe machen. Das heißt. Es wäre echt schön, wenn ich das Rezept vorher hätte, damit ich das alles schon mal einstellen kann. Machen wir hier ein Fließband mit. So, auf die eine Seite kommt. Hier kann ich das schon auswählen, ne? Plutonium sollte hier drin sein. Plutonium. So, Plutonium bitte nach rechts. Und 2, 3, 8 bitte nach links. So. Reaktor soweit also okay. Wenn sich der Chat Sorgen macht, dass er in die Luft fliegt. Achso, arbeiten die Dinge jetzt einigermaßen? Die haben. Oh, warte, was habe ich gut gemacht. So.
Jetzt arbeiten sie ordentlich. Gut, mehr davon. Einer fehlt. Da. Der eine Reaktor macht jetzt alle 12. Also jetzt arbeitet er wieder nicht, weil es wieder hell wird. Hä? Nö, könnte arbeiten. Jetzt arbeiten. Warum arbeitest du nicht? Du hast Wasser. Du hast Temperatur 625. Aber es kommt kein Dampf raus. Ich glaube, hier langsam das. Jetzt arbeiten die hier auch nicht. Oh, ja, warte. Aham, 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 aham. Wie auch immer das ganze Ding so aufgebaut, das sieht sehr komisch aus. Stopp. Und ich weiß, ich habe das alles so aufgebaut. Weg, 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 weg. So. Deswegen, ja. Ja, aber dann müssen wir auch. Okay, Holzwege, ne? Und Ende gehen. Also ein. Das Abstand da und dann Abstand da. Und dann 1, 2, 3 Stück. 1, 2, 3 Stück. Falsch rum. Alle. Falsch, falsch, falsch. So, 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 so. Okay. Abstandshalter weg. Und die alle dran. Okay. So. Das sieht schon ordentlich aus. Ja, finde ich auch. Jetzt würde ich nur ganz gerne haben. Achso. Du, 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 du. So, Wasser ist da, Hitze ist da. Es arbeitet nicht, weil. Habe ich jetzt zu viele reingemacht und die Hitze. Ja, hier ist nicht mehr 625. Temperatur 619. Der hier hat noch 625. Okay, ich glaube, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo die Hitze aus dem einen Reaktor nicht mehr reicht. Das heißt, ich kapp jetzt mal den und guck, was passiert. Hitze geht langsam wieder hoch, aber super langsam. Okay, kappen wir noch den. Das heißt, es sind jetzt nur 8 Exchanger. Eventuell geht es jetzt hoch auf. Ja. 6, 2, 3, komm. Power noch ein bisschen. Hier ist heiß. 6, 2, 5. Hat kurz gezuckt. Steam füllt sich. Available Performance 100, Performance 0. Wir brauchen einen Hauptschalter für unsere Solar Panels. Das ist so schwierig, mit dem Atomreaktor rumzufrickeln, wenn man nicht. Oh, warte. Wir haben quasi einen Hauptreaktor für. Ne? Wir müssen einfach nur. Schnipp machen. Nee, warte. Dann haben wir gar keinen Platz, um die Energie zu speichern. Und dann arbeitet er auch nicht. Wir müssten also die gesamte Fabrik von den Solar Panels abtrennen, aber die Akkus mit drin lassen. Also die Reihe an.
die Reihe hier.